Ja, hallo, wieder herzlich willkommen in unserer Online-Gesundheitsecke des St. Vinzenz Krankenhaus Hanau. Mein Name ist Peter Buschmann und ich freue mich, heute ein Interview zu führen zum Thema Hüftendoprothetik und habe heute zu Gast unseren Privatdozenten Dr. Med.Christian Eberhardt, unseren Sektionsleiter Zentrum für Gelenkchirurgie, der uns zu diesem Thema hoffentlich viele Fragen beantworten wird. Und da kommt auch schon meine erste Frage, Herr Dr. Eberhardt. Definition Endoprothetik. Endoprothetik, was stellt man sich darunter vor? Ja, die Endoprothetik ist ja ein Fremdwort, von daher bietet es sich eigentlich an, das Ganze am Anfang erstmal zu erklären. Endoprothese ist eigentlich etwas ganz Einfaches, ein künstliches Gelenk. Das heißt, letzten Endes dient es dem Zweck, ein zerstörtes, natürliches Gelenk durch fremdes Material, das ist dann die Endoprothese, zu ersetzen. Und damit letztendlich dem Patienten die Funktion des Gelenkes möglichst vollständig wiederzugeben. Aber was für den Patienten in seinem Empfinden noch viel wichtiger ist, die Schmerzen zu reduzieren, bestenfalls sogar vollständig zu nehmen. So, und dann sehe ich ja hier schon auch so ein paar, ich würde jetzt mal sagen, ein paar Teile, die Sie natürlich jetzt mit Sicherheit ganz toll erklären können. Das ist alles etwas Künstliches, was man einpflanzen kann. Oder wie muss ich das jetzt sehen? Ja, es soll dienen der Veranschaulichung einer Endoprothese. Und eine Endoprothese orientiert sich natürlich immer an der Anatomie des zu ersetzenden Gelenkes. Und dazu habe ich erstmal ein kleines Modell vom Hüftgelenk mitgebracht. Das Hüftgelenk ist wie jedes andere Gelenk ja so aufgebaut, dass es zwei Gelenkpartner gibt. Einmal hier der Beckenknochen, in den eine Vertiefung sozusagen eingelassen ist. Das ist die Hüftpfanne. Und dann haben wir den oberen Anteil des Oberschenkelknochens und auf dem sitzt der Hüftkopf. Und der ist eingestellt in die Hüftpfanne. Und diese beiden Partner bilden das Hüftgelenk. Und wenn wir jetzt dieses Gelenk ersetzen wollen, dann mit einer Endoprothese, dann brauchen wir Bestandteile, die diese Anatomie eben nachvollziehen. Und da haben wir einmal hier den Prothesenschaft, der in den Oberschenkelknochen implantiert wird. Und wir haben das Gegenstück dazu, die Prothesenpfanne, hier in diesem Fall eine zementfreie Prothesenpfanne, die in die natürliche Hüftpfanne eingeschlagen werden würde. Und in diese Hüftpfanne kommt dann ein Polyethylen-Inlay hineingedrückt und dann wird auf dem Schaft ein Prothesenkopf aufgesetzt. Und dann haben wir am Ende eine solche Kombination, jetzt stelle ich es mal davor, die letzten Endes das Gelenk ersetzt. Sie sehen, dass das Ganze aus mehreren Bestandteilen aufgebaut ist. Das heißt, es ist modular und das dient dem Zweck, die Anatomie des zu versorgenden Patienten möglichst perfekt zu rekonstruieren. Und wie muss ich mir das denn jetzt vorstellen? Wird das jetzt reingeschlagen oder wird ein Kleber benutzt, weil man hört auch immer dieses Wort zementiert, zementfrei. Erklären Sie doch mal, was da jetzt der Unterschied ist. Tatsächlich ist beides möglich. Wir haben zementierte und zementfreie Versorgungen im Bereich der Hüftendoprothetik. Letzten Endes ist es so, dass die überwiegende Mehrzahl der Versorgungen heutzutage zementfrei erfolgt. Ein Beispiel habe ich Ihnen ja schon gezeigt, das hier ist ein zementfreier Prothesenschaft. Die zementfreien Versorgungen erfordern, wenn sie eingebracht sind und die Prothese erstmal verklemmt ist, ein Einheilen des Knochens auf die Prothese, damit eine dauerhafte Stabilität der Prothese gewährleistet wird. Und wenn das gelingt, dann haben wir auch letzten Endes sehr gute Standzeiten bei diesen Implantaten. Probleme haben wir mitunter bei Patienten, die eine reduzierte Knochenqualität haben, zum Beispiel im Rahmen der Osteoporose. Und wir wissen, dass letztlich bei solchen Knochen oder reduzierten Knochenqualitäten der Einheilvorgang des Knochens auf die Prothese beeinträchtigt wird, und zwar nachteilig beeinträchtigt wird. Das heißt, die Prothese kann unter Umständen nicht stabil werden und sich frühzeitig auslockern. Und in solchen Fällen, wenn wir das während der Operation bemerken, würden wir eine zementierte Versorgung wählen. Zementieren bedeutet, dass man ein chemisches Polymer einbringt im flüssigen Zustand, das im Verlauf aushärtet und dann eine feste Verbindung zwischen dem Knochen und der Prothese erzeugt, die dann dauerhaft und vor allen Dingen auch sofort
belastungsstabil ist. Ja, welche unterschiedliche Materialien gibt es denn da? Gibt es da wirklich bessere, schlechtere, wie auch immer? Also man kann eins vorweg sagen, alle Materialien, die heute in der Endoprothetik allgemein verwandt werden, sind sicherlich sehr, sehr ausgereift, sodass sich die Patienten diesbezüglich keine größeren Sorgen machen müssen. Das, was wirklich interessant ist im Rahmen einer endoprothetischen Versorgung, ist natürlich die Gleitpaarung. Also welche Komponenten der Prothese berühren sich gegenseitig und gleiten dann gegeneinander, so wie wir das hier sehen. Ja. Denn in diesem Bereich kann es natürlich zu Abrieb kommen. Und das ist eine entscheidende Größenordnung in der Endoprothetik. Und da gibt es natürlich Unterschiede, die aber auch, das kann ich schon vorweg sagen, sehr gering sind. Die Gleitpaarung in der Hüftendoprothetik, die sicherlich die geringsten Abriebwerte hat, ist eine keramische Pfanne gegen einen keramischen Kopf. Das, was direkt dahinter kommt, eigentlich fast gar nicht unterlegen ist, ist eine Polyethylenpfanne gegen einen keramischen Kopf, und dann kann man auch noch einen metallischen Kopf gegen eine Polyethylenpfanne gleiten lassen. Was man heute eigentlich nicht mehr verwenden sollte, weil wir in Bezug auf Abrieb damit schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist das Gleiten eines Metallkopfes gegen eine Metallpfanne, also eine sogenannte Metall-Metall-Gleitpaarung. Letztlich ist es aber nicht so, dass jeder eine Keramik-Keramik-Gleitpaarung braucht, weil die auch durchaus Risiken birgt. Mhm. Zum Beispiel das Bruchrisiko des Keramik-Inlays. Auch darüber muss man mit dem Patienten reden, denn ein gebrochenes Inlay, gleich ob Pfanne oder Kopf, ist immer eine Katastrophe für den weiteren Verlauf. Das muss man ganz klar sagen. Die Gleitpaarung, die sich dabei im Alltag am besten bewährt hat, ist die Verwendung eines Keramikkopfes gegen eine Polyethylenpfanne. Und ich würde mal sagen, das sind Versorgungen, die heute weit über 90% aller Patienten erhalten. Das bedeutet aber auch ganz klar, dass man natürlich in Ausnahmefällen sowohl eine Keramik-Keramik-Gleitpaarung zum Beispiel beim sehr jungen, sehr aktiven Patienten diskutieren kann oder beim sehr alten Patienten, der vielleicht auch häufiger stürzt und damit ein höheres Risiko für einen Keramikbruch hat, eben einen Metallkopf auswählt. Ohne dass man sagen muss, dass das etwas Schlechteres wäre. Es ist von der Fragestellung oder von der Überlegung, die dahinter steht, abhängig. Jetzt haben Sie das schon so richtig gut erklärt. Jetzt wäre meine nächste Frage, was ja auch, denke ich, viele beschäftigt. Wie groß ist denn heutzutage ein Schnitt? Früher hatte man ja, ich kann mich erinnern, so praktisch den ganzen Oberschenkel einen Schnitt. Und heute sehe ich so ganz kleine Schnitte, die sogenannten minimalinvasiven Schnitte. Erzählen Sie doch mal da was zu. Die minimalinvasive Versorgung ist sicherlich eine der ganz großen Weiterentwicklungen im Bereich der Endoprothetik der letzten Jahre, wobei der Begriff minimalinvasiv nicht definiert ist. Was auf keinen Fall damit gemeint ist, ist die Schnittlänge an sich. Okay. Die Schnittlänge ist eine Folge der verbesserten Operationstechnik, der optimierten Implantatgeometrie, die wir in den letzten Jahren hatten und die es uns ermöglicht, natürlich mit sehr viel kleineren Schnitten zu operieren, als das früher möglich gewesen ist. Letztlich ist aber die Schnittlänge nicht wesentlich für das Befinden des Patienten im weiteren Verlauf. Das Wichtigste ist, dass das Implantat richtig platziert ist, denn das ist das, was dauerhaft oder langfristig Probleme verursachen kann, wenn es nicht adäquat und korrekt gelöst worden ist. Was aber sehr wohl entscheidend ist, und das ist nach meinem Dafürhalten das, was minimalinvasiv definiert, ist, wie gehen wir mit den Weichteilstrukturen, die um das Gelenk sind, herum um. Und da vor allen Dingen im Bereich der Hüfte, die das Hüftgelenk bewegende Muskulatur. Und da haben wir über eine Optimierung unserer Zugangswege, also der Art und Weise, wie wir uns anatomisch dem Gelenk annähern, sehr große Fortschritte gemacht. Das heißt, es ist uns heute möglich, über Muskellücken zum Gelenk zu gehen, ohne dass wir dort Muskeln einschneiden oder ablösen müssen, ohne dass wir Muskeln beim Auslagern des Beines dafür traumatisieren, also schädigen müssen, sodass vor allen Dingen die Muskulatur diesen Eingriff weitgehend unbeschadet übersteht.
Und das bedeutet natürlich auch in der Folge, dass die Nachbehandlung des Patienten viel zügiger und sicherer und für den Patienten auch schmerzärmer erfolgen kann. Und das ist sicherlich das, was eigentlich minimalinvasiv definiert. Der kleine Schnitt ist ein schöner und kosmetisch angenehmer Nebeneffekt für den Patienten, aber am Tagesende, am Ende des Tages ist es nicht kriegsentscheidend, so sage ich es jetzt mal. Ja. Und Sie haben jetzt schon ein Stichwort gebracht, die Nachbehandlung. Was muss man sich denn als Patient dann so vorstellen als Nachbehandlung? Und dazu auch noch gleich gefragt, was ja auch ein Thema ist, die Aufenthaltsdauer. Was hat man zu erwarten? Wie lange bleibt man hier? Und geht es dann anschließend auch nochmal in eine Reha? Wie sehen Sie das? Die Nachbehandlung an sich, wenn man jetzt mal auf unsere Tätigkeiten hier in der Klinik zurückgeht, ist es natürlich so, dass sich da in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel verändert hat. Die Patienten liegen nicht mehr im Bett, so wie das früher war, sondern sie stehen am Operationstag auf, werden von den Physiotherapeuten mobilisiert. Warum geht das überhaupt? Weil wir im Prinzip so gut wie keine Schläuche mehr in den Patienten einlegen. Schläuche heißt zum einen mal Urinkatheter, heißt zum anderen Schmerzpumpen, was ja auch lange Zeit favorisiert worden ist, heißt keine Wunddrainagen, die das Wundsekret ableiten. Alles Sachen, die am Ende des Tages Stolperfallen sind und den Patienten daran hindern, aus dem Bett aufzustehen, risikolos aufzustehen. All das sind wir in der Lage mittlerweile zu vermeiden, sodass der Patient eben auch am Tag der Operation unter Begleitung der Physiotherapie das Bett verlassen kann und erste Schritte bereits am Bett machen kann. Also eine sehr, sehr zügige Mobilisation. Wir wissen, dass wenn uns das gelingt, eben auch die Schmerzen des Patienten reduziert sind, dass das Thromboserisiko senkt und dass letztlich der Patient auch wieder schneller insgesamt in seine alltäglichen Tätigkeiten zurückkehren kann. Also das ist sehr, sehr protrahiert, wird heute auch teilweise sehr aggressiv im Rahmen des Marketings beworben. Das sind dann so Stichworte wie Rapid Recovery oder Fast-Track-Chirurgie, wobei Fast-Track-Chirurgie eigentlich der Oberbegriff ist. Ja. Wir haben das hier bei uns in der Klinik eingebunden in unser Gesamtkonzept im Rahmen des zertifizierten Endoprothesenzentrums, betreiben natürlich eine weit entwickelte Form der Fast-Track-Chirurgie und sind relativ zügig dabei, den Patienten dann auch zu entlassen beziehungsweise in die Reha-Klinik weiter zu verlegen. Und das ist in der Regel nach einer Zeit, das kommt natürlich immer ein bisschen auf den einzelnen Patienten an, die zwischen 4 und 10 Tagen liegt. Ja, wir hatten es ja so die ganze Zeit auch über jüngere oder hauptsächlich über jüngere Patienten, elektive Eingriffe. Wie ist denn das jetzt mit älteren Patienten, wenn sie jetzt zum Beispiel gestürzt sind oder wie würde denn das alles gehandhabt? Ja, also die Frakturversorgung, die Sie jetzt ansprechen mit Hüftprothesen, ist natürlich fast nochmal ein ganz eigenständiges Kapitel, weil wir es da natürlich tatsächlich mit Patienten zu tun haben, die von ihren Voraussetzungen her etwas reduziert sind. Und das wirkt sich dann natürlich auch auf die Nachbehandlung aus. Die prinzipielle Versorgung ist ähnlich. Ja. Wir favorisieren hier bei diesen älteren Patienten tatsächlich zementierte Versorgungen, was schon aus dem Vorhergesagten relativ logisch ist, weil der Knochen ist natürlich gebrochen, weil sie in der Regel einen osteoporotischen Knochen haben. Und wie ich vorher ausgeführt habe, bietet es sich in solchen Fällen natürlich eigentlich fast zwingend an, eine zementierte Versorgung durchzuführen. Der Vorteil für die Älteren ist, dass sie tatsächlich sofort trotz schlechter Knochenqualität belasten können, was wichtig ist. Nichtsdestotrotz waren diese Patienten ja auch vorher schon beeinträchtigt, in ihrer Mobilität reduziert, sodass man natürlich ihnen nicht unbedingt eine Nachbehandlung zumuten kann oder abverlangen kann, wie wir es von den Patienten haben, die jünger und fitter sind, also hier geplant herkommen. Und in solchen Fällen ist es natürlich immer sehr nützlich. Man hat eine speziell darauf abgestimmte Form der Nachbehandlung, was wir hier im Vinzenz-Krankenhaus auch tatsächlich anbieten können. Wir sind als alterstraumatologisches Zentrum zertifiziert. Das heißt, es ist eine Expertise, die uns bescheinigt, dass wir speziell auf diesem Gebiet ein großes Know-how haben, das
aber nicht nur von uns im Endoprothesenzentrum getragen wird, sondern eben auch durch die Nachbehandler, und das sind hier im Haus die Geriater. Wir haben eine Abteilung für Geriatrie, die sich ganz gezielt mit der Nachbehandlung dieser Patienten befasst und auf die speziellen Bedürfnisse dieser Patientengruppe eingehen kann. Ja, also das war ein tolles Interview heute wieder mit Dr. Eberhardt, und eine Frage habe ich noch. Liegt Ihnen noch irgendwas auf dem Herzen, was Sie jetzt zu dieser Thematik oder hier in unserem Interview noch gerne sagen würden? Ja, vielleicht ein Abschlusssatz, der sich so ein bisschen auf die Frage bezieht, die ich auch sehr häufig in meinen Sprechstunden höre. Wann soll die Operation denn überhaupt stattfinden? Ja, es gibt ganz unterschiedliche Aussagen, auch von den Kollegen, von den Hausärzten oder auch anderen Orthopäden. Die einen sagen, so früh wie möglich, die anderen sagen, bloß lange warten, die Prothese könnte ja locker werden. Wann ist der richtige Zeitpunkt? Die Frage ist schwierig zu beantworten, ist immer sehr individuell. Man muss immer zwei Sachen gegeneinander abwägen. Zum einen ist es natürlich so, je früher eine Prothese implantiert wird, desto eher kann sie auch locker werden. Das ist korrekt. Andererseits bedeutet ja ein Ausharren im Schmerz und in der Arthrose auch ein Verlust an Lebensqualität. Und das ist ja etwas, was unwiederbringlich ist. Das heißt, jemand, der über Jahre sich gequält hat, nur um eine Prothesenversorgung zu verzögern, hat natürlich in dieser Zeit auch deutliche Einschränkungen in seiner Lebensqualität hinzunehmen. Und da wir alle nie wissen, wie viel Zeit uns dann am Ende des Tages noch bleibt, ist es natürlich auf der anderen Seite dann das Argument zu sagen, man sollte auch nicht zu lange warten. Einmal wegen der Lebensqualität, zum anderen aber auch wegen des Verlusts an Funktion im Gelenk. Denn je schlechter der Ausgangswert des Gelenkes ist, mit dem man in eine Operation hineingeht, desto länger dauert es dann eben auch, bis man nach der Operation wieder auf einem Niveau angekommen ist, von dem man sagen kann, damit bin ich zufrieden und kann gut leben. Das heißt, am Ende des Tages muss es tatsächlich der Patient für sich entscheiden, in einer Abwägung Leidensdruck und Lebensqualität. Und wenn da der Leidensdruck überwiegt, dann ist immer, wenn die objektiven Voraussetzungen gegeben sind, und das kontrollieren wir ja als Ärzte, dann ist es immer eine gute Entscheidung, sich nicht mehr allzu lange zu quälen, sondern relativ zügig in die Versorgung zu gehen. Denn dazu sind die Ergebnisse, die wir heute mit diesen Versorgungen erreichen können, auch einfach zu gut, muss man sagen. Da können wir wirklich viel, viel Segen für den Patienten erreichen. Ja, also vielen, vielen Dank, Dr. Eberhardt, für dieses tolle Interview. Und wir freuen uns, wenn Sie alle wieder dabei sind, das nächste Mal bei unserem nächsten Thema in unserer Online-Gesundheitsecke. Das St. Vinzenz Krankenhaus ist für Sie 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Wir sind für euch da. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.